Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Ark Genesis Part 2. Ich bin jetzt hier gerade, wie ihr seht, gerade wieder am Lootstrahlen looten und habe da gerade eine Entdeckung bei gemacht. Ich habe ja beim letzten Mal gefragt, wo ich Herz herbekomme. Ich glaube, ich habe die Antwort gefunden. Der Lootstrahl steht in einem Redwood. Die Bäume, das sind doch Redwood-Bäume, oder nicht? Und da kann ich doch diesen Harzsammler reinstecken, oder? Täusche ich mich da jetzt? Ich könnte hier sogar eine Baumplattform hier einrichten, glaube ich. Und du bist? 85er, okay. Ja, ich könnte hier eine Baumplattform einrichten und Harzsammler. Wie cool ist das denn? Das heißt, diese Ecke werden wir mal in unser Teleporter-Netzwerk mit integrieren, glaube ich. Man kann auf dieser Map anscheinend wirklich überall bauen, so wie man Bock hat. Es gibt Baumplattformen, es gibt genug Klippen für die Klippenplattformen. Ich habe aus einem von den Lootstrahlen 3 Ozeanplattformen bekommen. Ich habe jetzt zwar noch nicht Ozeansachen gefunden, wo es sich lohnt, eine Plattform drauf zu bauen, aber ich. Man kann die ja auch auf den See stellen oder so. Oder? Ich glaube, da ist das Spiel ja relativ flexibel. Ist geil. Das heißt, wir werden jetzt gleich mal einen Harzsammler bauen und einen Teleporter, beziehungsweise sollte man den einsammeln, der noch irgendwo hinterlassen wurde von mir. Dann schauen wir mal. Schön! Ah. Eigentlich wollte ich auch eine Aufnahmepause machen oder so, aber ich war halt blutstrahlend da und dann habe ich diesen Redwood da gesehen. Das ist so, what? Muss mitgenommen werden. So, ja. Bin hoffentlich muss überladen. Mal gucken, ob das jetzt schief geht. Was haben wir hier? Spinosattel, 2 Stück. Und eine Toilette. Hey, wir haben eine Toilette gefunden. Geil. Ab nach Hause. Ah, die Richtung. Ich bin so gespannt. Oh, das sind noch mehr Lootstrahlen, ich fasse es nicht. Die sind sogar quasi auf dem Weg nach Hause. Oh. Ich habe so Schwierigkeiten, da Nein zu sagen. Ja, dann nehmen wir halt auf dem Weg nach Hause zufälligerweise noch 2 Strahlen mit. Und machen uns dann Sorgen um den verbliebenen Teleporter und einen Harzsammler. Alles nach der Reihe. Ah. Ah. Wie gut fliege ich? Jo, gar nicht schlecht. Leck. Sind wir wieder bei dem Thema? Ist okay. Magst du bitte darauf landen? Und wir haben. Guck ich mir später an. Ich hab keinen Bock auf den Stress mit dem Krokodil. Jo. Und der letzte Schalter. Ist doch sogar quasi vor der Haustür. Perfekt. Gespannt, ob das funktioniert. So. Ah, los, komm. Dann da. Problem ist, ich muss oben drauf landen, damit ich mit dem Jetpack gleich losstarten kann. Danke. Und. Neuer Ankylosat. Oh mein Gott! Spinosat mit 117 Rüstung! Wow! Oh, das habe ich davon. Wow! Wir brauchen Spino! Hey, Biberdamm! Hast du Zement für mich? Bisschen. Vielleicht für dein Holz?
Ja, komm, ich bin weg. Du brauchst dir schon einen schönen neuen Damm. Ich weiß das, du bist ein guter. Oh, ab nach Hause. Wir haben ein bisschen Zement gefunden. Sehr schön. Oh mein Gott. 117 Rüstung für ein Spinno. Das macht mich gerade doch sehr glücklich. So, mal hier nach Hause. Werden ja auch bald das Haus bestimmt mal anfangen einzurichten. Oder überhaupt was zu machen hier wieder. Oh, ich lasse mich gerade schon wieder von allem ablenken hier. So. Sattel. Wir haben einen guten Ankylo-Sattel. Würden wir vielleicht mal platzieren. Dadon-Sattel, Schweinchen, Gasbags. Noch ein Megalosaurus. Ein Petineradon. Oh. Die Kiste ist voll. Der Schrank. Ist okay. Dann, Tracy, möchtest du Sättel tragen? Ja, möchte sie. So. Itri, Rex. Oh, Spinno. Oh, vor allem drei gut und ein richtig guter. Hä? Komm, nimm. Hey, du hast 10 Level. Wie wär's mit ein bisschen Gewicht? Oh, wie das sich freut. Oh, ist das schön. Ich bin immer noch hoffnungslos überladen. Ach, ich habe schon wieder so viel verflüssigtes Gas gefunden, ne? Ja, kann ich denn so einen Schrank machen zufällig? Storage. Ein paar Fasern für, das kriegen wir aber hin. Dann machen wir mal einen Schrank nur für dieses verflüssigte Gas. Ich habe davon mittlerweile so viel, das ist schlimm. Oh. Das reicht, glaube ich, ne? Einmal Schrank. Platzieren. Dahin. Ganz stumpf. Verflüssigtes Gas. So. Ja, wir haben eine Menge davon. Eine ganze Menge. Dann können wir das andere Gas noch dazu packen. Schön. Und wieder ordnen. Holz. Über. Ah, perfekt. Hat doch hier wieder Platz drin, ne? Oh, jetzt haben wir da wieder Platz im sonstigen Schrank. Meißen wir mal rein. Spuren. Ich habe das Gefühl, ich habe Hunger. Ja, ich habe wohl sehr viel Hunger. Ist in Ordnung. Dann essen wir doch mal was. No, gönn dir. So. Ich könnte für euch noch Sattel machen. Wieso mache ich schon wieder so viele Sachen gleichzeitig? Warte. Fangen wir nochmal an, indem wir diesen einen Teleporter da suchen, der uns jetzt irgendwie fehlt. Wo ist er denn? Der da ist es, glaube ich. Niemand kommt mit? Gut. Ach, das ist direkt vor der Haustür. Was ist eine Eule? Muss ich dich haben? Nö. Schön, dann können wir damit jetzt Richtung Redwood. Oh, sehr schön. Nach oben. Oh, die Richtung. Danke. Harzsammler. Machen wir. Werkbank. Kriegen wir hin. Nicht mehrere an einen Baum hängen? Muss das mal welche machen. Harz. Zack. Zack. Machen wir mal drei Stück. Baumplattform. Krieg ich die auch noch hin?
Ein aus Holz? Metall. Die aus Glas ist hübsch. Kann ich mir dich leisten? Wie viel Zement haben wir denn? Nicht so viel. Okay, schade. Ich hätte dann gerne natürlich nochmal versucht, direkt eine Baumplattform dran zu setzen. Aber dem ist jetzt dann halt nicht so. Wir haben den Teleporter. Wir haben diese. Genau, dann gehen wir jetzt einmal wieder Richtung... da war das. Ah. Gott. Jetzt will ich schon wieder überall bauen. Drüben in Rockwells Garten, die Platten, wo wir waren, die finde ich echt hübsch. Da hinten auf Bäumen. Ah, ich schätze mal, es wird eh nicht das letzte Let's Play sein. Nicht zu arg bei mir auf dem Kanal. Ich versuche mich jetzt einfach mal darauf zu beziehen, dass ich nicht zu groß baue überall. Natürlich können wir eine kleine Außenstation bauen, da spricht ja nie was gegen. Kann ich nicht einfach überall bauen, das wäre. Dann sind wir in 2 Jahren noch nicht fertig. Wo ich nicht mal weiß, wie wir fertig definieren sollen, weil ich nicht weiß, wann das hier enden soll. Bis jetzt habe ich noch ziemlich viel Spaß, also dauert noch. Überhaupt richtig? Müsste die Ecke sein, ne? Na, flieg. So, das sieht gut aus. Die Richtung bitte. Direkt in den Felsen, glaube ich. War doch ganz nett. Na komm. Sind gleich da. Du siehst da. Ey, hallo Saurier da unten. Na toll. So. Wie waren das mit den Dingern? Oh, perfekte Höhe. Geht das auch an die Seite? Jawoll. Das heißt, den Teleporter setze ich hier hin. Umbenennen. Und wir jetzt einfach mal Redwood. Annehmen. Oh, ich kann mich auch nicht draufstellen. Da wäre es natürlich jetzt geil, wenn wir noch eine Plattform unten drunter hinkriegen könnten. Ich glaube einfach, das dauert jetzt so seine Zeit. Das ist aber kein Problem. Ab nach Hause wieder. Haben wir das soweit geschafft? Dann könnten wir uns Sättel machen für... Oh, warte. Für die Ankühlung können wir doch gleich den neuen Sattel verwenden. Und für die Mammut bräuchten wir natürlich auch noch Sättel. Haben wir Mammutsattel? Nö. Manta? Araneo? Nö. Aber den Ankühlung. Nehmen wir doch den. Kriegst du deinen Sattel? Wo ist er denn geparkt? Bin euch zu Fuß hierher gekommen, ne? Ja. So. Du hast 2 Level. Wow, du hast doch schon über 6000 live. Geil. Dein Gewicht. Ja. Pack dich mal bei deinen Freunden. Bei deinen neuen Freunden. Dam, dam, dam.
wa? Perfekt. Sind schon wieder... Oh, es tut mir leid, ich muss da hin. Oh, werden wir heute eine sehr, sehr gemütliche Runde machen. Ich sag strahlen. Fliegt zwischendurch nach Hause. Macht euch eine Kleinigkeit. Oh, sehr gemütliche Runde dann. Oh. Wir haben jetzt so einen geilen Spinno-Sattel. Jetzt brauche ich dringendst einen Spinno. So freiwillig? Nee, du bist nicht cool genug. Ich finde das ja einfach faszinierend, wie nicht selten Spinos auf dieser Map sind. Das ist ganz geil. Oh. Was haben wir hier? Salz, dreieckiges Dach, Insektenschutzmittel. Oh. Warum nicht? Was bist du denn für einer? Oh, du bist auch ein R. Du hast aber ganz andere Farben als Oreo. Du bist, naja, rot, ne? Aber weiblich. Boah. Bleiben wir mal in der Nähe vom Wasser. Vielleicht stolpern wir unterwegs über einen Spinno. Über einen guten. Aber bisher nicht danach aus. Oh, das ist auch eine schöne Ecke hier. Ah. Genesis Part 2. Absolutes Paradies für Baseball. Ey, da hinten schon wieder Strahlen. Oh. Das ist jetzt das Problem. Dadurch, dass ich jetzt dieses Spinosattel da rausbekommen habe, will ich noch mehr. Scheiße. So wird das heute nix. Gut, gleich finden wir einen. Ein Biberdamm. Zwei Biberdämme. Oh, gucken wir mal rein. Wow. Ah. Ich bin noch mal zu Hause, kann ich das heute mal wegbringen. Da war ordentlich Zement drin. Das war gerade geil. Ach, da ist zu Hause. Ah! Wenden! Bitte wenden! Danke. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Statt Holz farmen sich einfach bei den Bibern aus der Nachbarschaft was klauen. Ach, auch nicht schlecht. Ah. Dann werden wir auch gleich erstmal das Engramm für Mammutsättel lernen. Zack, rüber da. Ich hab Holz für dich. So. Zack. Oreo, ich möchte dich weiter zumüllen, damit ich dazu genötigt werde, ein Lager aufzubauen. Gute Taktik, ich weiß. Gib mir mal ein bisschen Essen rüber. Oh, dann könnte ich gleich den anderen Biber dann noch mitnehmen. Mit dem ganzen Zement können wir dann vielleicht doch schon bald mal eine Baumplattform bauen. Das wäre nice. Das wäre sehr, sehr nice. So, hatten wir jetzt hier noch Biberdämme? Oh ja, zwei Stück. Komm mal her. Hui. Ja, ich bin überladen. Essen kriege ich dafür noch eine Ladung hin. Ohne zu sterben. Ah! Wow!
Alles eingeladen. Haha. Oh, wie dreist. Hab alles. Oh, schön. Bisschen höher, bitte. Oh, hey, er hat da so eine Notiz versteckt, mitten im Berg. Wow, mit ganz viel Metall. Und das ist auch einfach direkt nebenan. Ist das geil. Ach, sehr schön. So. Und rüber. Ist das Holz jetzt fast voll mit dem von den Bibern? Ah. So. Krass. Wie viel Holz einfach. Gut, das meiste Holz ist für die Fenster, glaube ich, draufgegangen. Sonst hätten wir noch viel mehr. So. Ich wollte Strahlen looten. Richtig produktiv heute. Aber dadurch, dass ich mich jetzt hier mit so einem Kleinkram beschäftige, können wir natürlich auch gleich nochmal schauen, ob das mit dem Harzsammler schon funktioniert. Oh, drei Strahlen. Ich fass es nicht. Spiel, was tust du mir an? Ja. Ich glaube, wir werden heute nicht mehr produktiv werden. Es tut mir leid. Oh, die Gier ist geweckt, die Gier ist geweckt. Schlimm, schlimm. Na komm. Ja, und... Ey, drauf gelandet. Sehr schön. Guten Gacha-Sattel. Gewächshaustür? Ja, gut. Gewächshaustür sag ich jetzt nicht nein zu. Immerhin steht das Gewächshaus noch auf unserer To-Do-Liste. Ah, oh, ich hoffe, das wird doch richtig gut. Im Gewächshaus bin ich immer ein bisschen, anspruchsvoll, will ich sagen, bis ich mal zufrieden bin. Das hat jetzt bei dem Genesis 1 Let's Play, das hat ich ja ganz zuletzt noch gemacht. Ich habe da sehr viel Zeit reingesteckt, aber am Ende war ich doch sehr zufrieden damit. Ein Rette. Und du bist? Oh, ein 100er. Das Problem ist jetzt mit den Quetzeln. Wir hatten ja anfangs mal so einen Tech-Quetzel gesehen. Der hatte richtig schöne Farben. Den habe ich nicht wiedergefunden. Sollte uns sowas nochmal begegnen, den müssen wir haben. Okay, okay. Gut, das ist jetzt nicht so spektakulär. Letzter Strahl? Ah, ja. Und dann gibt es Sättel für die Mammuts. Wenn wir sie uns leisten können. Das ist so der wichtige Punkt. Einmal hoch, bin noch nicht überladen, netterweise. Ankylosattel wieder. Tech-Tore. Oho. Das ist natürlich noch geiler als die Metalltore, die ich jetzt mitnehmen wollte. Ich meine, bis auf Bosse kann doch nichts Tech beschädigen, oder? Besseres Material gibt's doch gar nicht für den 10-Käfig. Oh, das ist wieder Biberdämme. Ah. Wir schauen mal. Zack. Das war jetzt bestimmt erstmal nicht so witzig, oder? So. Nehmen wir den dritten auch noch mit? Schaffen wir das? Warte, ich locke euch mal in die Richtung. Ich muss ja auch mal gucken, ob hier irgendwo ein hochgeleveltes Weibchen mal mit bei ist. Okay, die anderen haben keinen Bock mehr auf mich. Oh, doch, doch. Ihr seid zu zweit, ihr seid zu zweit. 130er Female. Ui.
Scheiße. Das wäre natürlich geil. Wie kriege ich euch denn da jetzt rein? Warte mal. Versucht mir das hier einfach mal zu merken. Ich versuch's wirklich. Und dann holen wir uns nochmal einen weiblichen Kieber dazu. Ach, ist ja sogar nicht um die Ecke. Ach, wie praktisch. Ah, das ist super praktisch. Ich werde es wahrscheinlich vergessen, aber passt schon. Ah, jetzt bauen wir mal Sattel für die Mammuts. Endlich mal. Wie viel Holz habe ich denn jetzt eigentlich schon dabei? Oh, gelandet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genug. Geil. So. Basie, du hast Sättel. Hier hast du mehr davon. Rio, du hast den ganzen anderen Schrott. Hier hast du mehr davon. Das Essen nehme ich mit. Sattel für die Mammuts. So. Ma. Habe ich nicht gelernt. Ma. Werkbank. Sehr schön. Mom. Zwei Stück gleich bitte. Genau. Dann haben wir doch noch was Gutes getan. Äußerst produktiv. Elio Manfred, ich hab da was für euch. Einmal der. Einmal der. Komm, lass uns doch mal irgendwas kaputt machen. Ehren sammeln können sie auch gut. Strom machen sie gar nicht schlecht, aber Holzgewichtsreduktion, das war der Punkt, ne? Genau. Richtig gute Gewichtsreduktion. Also wenn ich die Mammuts in Kombination mit den Bibern nutze, kann ich richtig viel Holz farmen gehen. Mein Gedanke. Du hast auch schon über 5000 Life als eins meiner Nutztiere. Das ist vollkommen ausreichend. Das heißt, du gehst erstmal auf Gewicht. Ja, schön, ne? Ah, Level Up fühlt sich gut an, ich weiß. Ja? Stimmt, ne? Ah, warte, ich muss mal von 5000 hochheben. Perfekt. Das bin ich mal ausgeglichen zwischen euch. Ihr macht mal weiter. Da sind schon wieder Strahlen. Die hole ich jetzt nicht innerhalb der Folge. Das mache ich gleich. Wir machen mal kurz einen Blick in die Harzsammler. Na, niemand kommt mit? Oh, die Drohne hätte gerne eine Begrüßung. Hallöchen. Hallo, Kumpel. Ja. So. 5? Ist jetzt jeder von euch 5? Nee. Gehen die vielleicht nur an einen, geht die vielleicht nur gleichzeitig, also nur einer gleichzeitig an einem Baum? Ich werde das mal weiter beobachten. Aber mit diesen 5 Harz könnten wir uns, glaube ich, jetzt auch schon 5 von den Narcotics MK3 machen. So. Ohne. Hat. Narcotics MK3. Hier, alles was geht, ne?
zwei Stück. Ach, du brauchst zwei Harz. Ah, ist okay. Schön. Warten wir nur noch auf mehr Halt. Harz. Warte mal, kann ich die jetzt nicht theoretisch auch schon die Pfeile draus machen? Hier, die guten. MK. So, und zwar... die hier. Oh! Ich baue dafür die MK2er und nicht die MK3er. Oh! Ja gut, das macht's einfacher. Hast du erstmal davon noch mehr? Das heißt, ich habe die jetzt umsonst gemacht? Ich habe halt auch drei von den Mark II. Das ist ordentlich. Und auch Metall. Das zwiebelt. Gib mir mal Munition. Ein bisschen schon mal rüber. Oh. Woran scheitert's? An den Narkotiks, glaube ich. Also wir müssen mal einen ordentlichen Schub von den Narkotikern nochmal machen. Dann nehmen wir das doch mal mit. Hier, lassen wir die mal da. Oh, 32 Minuten. Wir werden das einmal kurz testen. Ich will mal wissen, wie viel Schaden, wie viel Torpor du machst. Eine Flinte mit möglichst wenig Schaden, bitte. 129%. Danke. Oh. Perfekt. Ja, okay. Ich kann ja mal zufällig gucken, ob ich das drüben bei dem nächsten Blutstrahl ausprobiert kriege. Oh, ist das schlimm mit mir heute. Ah, rüber da. Ich bin gespannt, wie viel das bringt. Narkotika. Das ist jetzt wirklich sehr teuer in der Herstellung und aufwendig. Aber vielleicht ist es einfach geil. Oh. Wir haben Zelt. Noch mehr Tech-Treppen. Und Rosalz. Oh, sehr schön. So, wir haben hier eben Tracys gesehen, oder nicht? Da hinten ist noch der nächste Strahl. Nehmen wir den Stego da. Wie viel Torpor hast du? 2000. Okay, das heißt, du kriegst jetzt einfach mal einen Schuss ab, weil ich das ausprobieren möchte. Zack. Das war 163 nur? Machen unsere Pfeile da nicht irgendwie mehr? Das muss ich gleich mal überprüfen. Hi Leute! Oh, ein Alpha Rex. Oh, schick, schick. Boah, passt schon. 263, das ist nicht viel. Vor allem, ich habe da drei von den MK2 Narkotiks reingejagt. Das ist doch absolut nicht verhältnismäßig, glaube ich, ne?
gut, das Ding macht weniger Schaden. Das ist in Ordnung. Ja, ich wollte nach Hause, nicht zu dem Strahl da. Warte, da ist nach Hause. Jetzt muss ich erstmal das checken. Glaube, wir machen gleich Feierabend. Das muss ich jetzt mal kurz wissen. Das ist Forschung. Hier habe ich doch die Armbrust reingeschmissen, oder nicht? Ja, gib her. Ich habe bestimmt noch ein paar Pfeile, oder? Rio, dich habe ich gerade zugemüllt. Hast du meine Pfeile? Ja, hat er. Was nehmen wir denn dafür jetzt? Irgendwas Großes, Starkes, was sich wehrt, wäre dafür jetzt ganz praktisch. Terrorbird ist nicht groß. Ah! Oh, warte, Spino, du guckst mir an. Okay. So, du bist aktuell bei 0 Torbord. Das wundert mich jetzt nicht. Ein Schuss davon. Okay, das. Lag das daran, dass es ein Stego war? Gut, und jetzt mit der Armbrust. Hey. Okay. Ist doch besser. Ist in Ordnung. Einer noch. Hätte ich jetzt getroffen? Nö. Bei 700 irgendwas. Ach, ist okay. Rein vom Verhältnis her ist das nicht so geil. Ich habe da jetzt 3 von diesen stärkere Narkosemittel reingehauen, aber ist, glaube ich, in etwa nur so stark wie 2 davon. Nee, nicht mal 2. Ah, doch, so 2. Gut, das heißt, oh ja, ist eigentlich gut gebalanced. Das finde ich schon mal schön. Ich werde vielleicht trotzdem diese Pfeile verwenden, tatsächlich, weil es macht es einfach bequemer, wenn ich das mit der Flinte mache. Ist ganz cool. Gut. Dann sollte es jetzt aber auch gewesen sein. Heute in der super produktiven Folge. Yay. Und dann hoffe ich, es hat euch trotzdem gefallen. Falls ja, lasst natürlich gerne eine Bewertung da. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal mit dabei seid. Tschüss!